Einer der Hauptinteressenspunkte von Unternehmern ist ja im Rahmen dieser eigenen innenfinanzierten Unternehmenskasse das Thema Krisensicherheit. Inwiefern lässt sich denn durch Innenfinanzierung Krisensicherheit überhaupt herstellen? Ja, Krisensicherheit, ich glaube, da sind ganz wenige Punkte wichtig. Krisensicherheit heißt immer so viel Liquidität wie nur möglich im Unternehmen zu bewahren, so bankenunabhängig wie möglich zu sein und nicht in Papierwerten und Staatspapieren, sondern schlichtweg in Real- und Sachwerten, möglichst auch im eigenen Unternehmen, hier in Rohstoffe, in Maschinen, in Produktionsgüter zu investieren. Das ist für mich Krisenfestigkeit und das ist für mich wesentlicher Schutz durch eventuell kommende Unternehmenskrisen. Und das funktioniert mit der innenfinanzierten Unternehmenskasse? Die innenfinanzierte Unternehmenskasse ist dafür ein ideales Instrument, weil nämlich in ganz großem Umfang Entgeltumwandlungsbestandteile von Mitarbeitern, Sozialversicherungsanteile, Steuern und natürlich auch Steuervorteile im Unternehmen gebunden werden können und für solche Zwecke genutzt werden können.